Herzlich willkommen zur Sun Minimal Anleitung. Neues Konto über den Desktop erstellen. Um dein Sun Minimal Konto zu erstellen, benötigst du einen Einladungslink von Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten. Die Verwendung dieses Links ist entscheidend, denn damit sicherst du dir nicht nur einen großzügigen 20% Preisnachlass auf Sun Minimal, sondern auch den kostenlosen Zugang zum Sun Rewards Programm. Um von diesem großzügigen Belohnungssystem zu profitieren, benötigst du lediglich ein aktives Abo. Dieses kannst du jedoch jederzeit pausieren, verändern oder stornieren, ohne jegliche Bindung. Dort sammelst du wertvolle Sunpoints, die dir weitere Vergünstigungen ermöglichen und das alles ohne zusätzliche Kosten für dich. Zu dem gesündesten Lebensmittel der Welt erhältst du die Sunpoints als 100% kostenloses Geschenk. Mit Sunpoints sicherst du dir also nicht nur das Beste für deine Gesundheit, sondern auch exklusive Vorteile und Rabatte. Schritt 1. Einladungslink öffnen und neues Konto erstellen. Achte darauf, den Einladungslink der Person zu verwenden, die dir von Sun Minimal erzählt hat. Eine nachträgliche Änderung der Zuordnung ist nicht mehr möglich. Trage hier bitte deinen Vor- und Nachnamen ein. Um im nächsten Schritt die Bestätigungs-E-Mail zu erhalten, trage bitte hier deine E-Mail-Adresse ein. Wähle einen gewünschten Benutzernamen ohne Leerzeichen. Dieser wird für deinen persönlichen Einladungslink benötigt. Wähle ein sicheres Passwort deiner Wahl, um dein Konto vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Zum Abschluss wähle hier dein Heimatland aus. Perfekt! Klicke jetzt einfach auf Senden und du bist fertig. Schritt 2. Sun Minimal E-Mail öffnen und Konto bestätigen. Nach kurzer Zeit solltest du eine E-Mail in deinem Postfach vorfinden. Falls keine Nachricht angezeigt wird, überprüfe bitte deinen Spam-Ordner. Schau bitte in deinem Postfach nach der E-Mail von Sun Minimal. Klicke jetzt auf den Link und bestätige dein Minimal-Konto. Ausgezeichnete Arbeit! Du hast erfolgreich dein Sun Minimal-Konto erstellt und befindest dich nun in deinem persönlichen Dashboard. Schau dir die weiteren Videos an, die dir eine genauere Erklärung des Dashboards bieten.